Ihr habt nichts hier zu suchen. Geht! Was bringt ihn dazu, das zu tun? Hinfahrt! Geht! Weg! Einst war er ein Lehrer, ein falscher Prophet ihrer Lügen. Aber dann fand Jubair Erleuchtung. Er erkannte, was getan werden muss. Verstand, dass er die Wahrheit, die ihm zuteil wurde, verbreiten muss. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Und ich werde euch den Weg zeigen. Jubair sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Erhal, entnah al-Arm. لن تخدعني مرة أخرى. Gewalt ist keine Antwort, mein Sohn. Damit stimmen wir überein. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Was hat euer Meister im Sinn? Warum vernichtet er all dieses Wissen? Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Morgen. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Die Worte auf diesen Pergamenten, sie sind Gift. Jubair kennt die Heilung. Er befreit uns von diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nein, nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt. Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber. Altair, mein Freund, ihr seid ein vielgesuchter Mann, so wie ich.
Auch mein Kopf wird gesucht und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masya vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Einige Männer in Jubairs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Wer ist denn dafür verantwortlich? Das sah schmerzhaft aus. So ein Narr. Er wird noch jemand verletzen. Geht oder seht, was ihr davon habt. Was ist denn gefahren? هل تحتاج شيئا؟ Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Ja. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Also ist ein Mörder in der Nähe. Noch nicht fertig? Eilt euch, oder sie holen meine Familie. Ich spüre es. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Jetzt ende dein Leben, dein Leben. Was hat ihn wohl Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. Er wird jemandem schaden, das weiß ich genau. Geht! Oder muss ich euch vertreiben? Wisst ihr, ihr hättet vorsichtiger sein können. Er sollte keinen Ärger machen. Das hat ihn wohl so aufgeregt. Das kostet sich den Tennisen. Den hol ich mir! Erbärmlich. Hol mir deinen Kopf!
Das wird nicht zu schwer werden. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, die wir zum Tod zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Wir handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reisen, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Sie nennen es einen Kreuzzug. Kreuzzug für was? Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Aber ich sage, es ist eine Ehre, dein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Zeit auf der Ruhe! Er beobachtet dich, er lauert, er versucht uns ständig. Sei geschickt, so stark wie der Lauer will. Er bedeutet gegen seine Feinde. Jeder so wie er kann. Er ist ein Schiff. Er ist den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage zu besiegen, Alter, der Diesel, Alias, der Kaiser.
Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Wer ist dafür verantwortlich? Allmächtiger! Also ist ein Mörder in der Nähe. Wovor rennt er denn weg? Seid gegrüßt, mein Freund. Wenn ich euch helfen will, ich hier um meine Wand überwängen. Sollte Richard Schaffer einnehmen, ist er... Wie rücksichtslos kann man... So helfen mir doch jemand! Edler Herr, ihr seht aus, als würdet ihr etwas tun. Ihr werdet... Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Meine Familie ist... Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur an den kleinen Hunger. Bitte. Nein, nein, ich verstehe es nicht. Ich habe nicht. Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, mögt ihr, was ihr seht? Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Ihr wollt einen guten Handel. Darf ich nicht euer Mann? Oh, und er hört. Und er hört. Oh. Was schon habt ihr? Der flieht doch vor etwas. Habt ihr etwas zu sagen? Das hat so hin. Er sollte besser aufpassen. Wo will er hin? Ist euch etwas ins Auge gefallen? Noch nicht fertig? Eilt euch, oder sie holen meine Familie. Ich spüre es. Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit, bitte. Bitte, Herr, habt ihr Geld für meine Familie? Seltsam, so etwas habe ich nie zum Wort gesehen. Bitte, geht. Krieges frisst sich durch das Land und Tausende von Leben sind bei seiner Verteidigung verloren. Eine kleine Spende. Ich bin arm. Und der Unsäugige ist kritisch. Hilfe!
Thank you.